cool. Ich hab gar nicht die Süßigkeiten aus dem dritten Automaten da gebraucht. Hallo und herzlich willkommen, der NRW Boy 18 hier. Wir sind zurück bei Siberia 2. Wir haben mit den Süßigkeiten, die ich schon in der letzten Folge bekommen habe, es geschafft, dem Mädchen den Schlüssel zu entzücken. Und nun habe ich endlich die Möglichkeit, hoffentlich das Tor aufzukriegen. Es war einfacher als gedacht. Danke für eure Kommentare. Ihr habt mir gesagt, hier, guckt ihr nochmal den kaputten Bonbonautomaten an. Das habe ich gemacht, aber nichts gefunden. Und insofern, naja. Auf endlich. Was ist das denn? Automatische Türöffnung? Sowas liebe ich ja. Mit Kate Walker stimmt was nicht. Hm? Wir müssen dahin und sie zurückholen. Finden Sie jemand? Irgendeinen gewieften Typen? In Ordnung. Wie wär's mit Nick Kantin? Ein Detektiv. Hat schon heikle Sachen für uns erledigt. Stets saubere Arbeit. Ja, der wäre durchaus geeignet. Kümmere dich darum, John. Er muss sofort abreisen. Ja, sofort. Ich frag mich, was bloß im Kopf dieser Frau vorgehen mag. Ja. Hallo, Kentin. Wir hätten einen Auftrag für Sie. Etwas, sagen wir mal, Ausgefallenes. Oh nein, jetzt ist uns auch noch ein Detektiv auf den Fersen. Muss ich mich irgendwie vor dem jetzt in Acht nehmen? Ist dann das Spiel beendet oder wie muss ich mir das vorstellen? Ach, ich will hier die ganze Zeit mit Tastatur spielen. Oh Mann, wo gehe ich denn jetzt lang? Erstmal hier hinten. Da hinten ist, glaube ich, eine Frau. Das ist ein Mann. Was ist denn das? Seltsames Gefährt. Allerdings. Okay, ich kann mich hier... Oh, guck mal, hier die Spiegelung da in der Wasserpütze. Oh, schön. Seltsames Gefährt. Dann eben nicht. Ich kann mich mit ihm nicht unterhalten. Ich kann mich mit ihm nicht unterhalten. Och, Manu. Okay, Sackgasse. Dann also hier vorne weiter. Ah, da ist das Kindchen. Hallo, Kindchen. Und? Waren die Süßigkeiten lecker? Ging so. Boah. Bist du ganz allein, Malka? Ich bin groß genug, um allein für mich zu sorgen. Brauchst nicht gleich beleidigt sein. Hab ja nur gefragt. Und außerdem bin ich nicht allein. Zirkus sorgt für mich, weil meine Mama tot ist. Ich verstehe. Nein. Du bist bestimmt sehr reich und hast viele Freunde in Amerika. Wieso bist du hierher gekommen, Kate Walker? Ich weiß nicht. Ich bin weit von zu Hause weg und weiß nicht, wo ich hingehe. Wie idiotisch. Ja? Aber hier gibt's viele, die nicht wissen, wo sie hingehen. Und sie sind alle Idioten. Eieiei. Wenn du es genau wissen willst, ich reise nach Siberia. Zufrieden? Falls du hier nach Amerika zurückfährst, musst du mich mitnehmen. Habt ihr da oben das Eichhörnchen gesehen? Und was bitte ist das für ein Ausdruckssprachgebrauch von dem Mädchen? Das ist ja Wahnsinn. Sag mal... Ist Zirkus auch nett zu dir? Ja, sehr. Er ist mein Freund. Und lebt Zirkus schon lange hier im Dorf? Meine Mama und ich, als wir hierher kamen, da war es Zirkus, der sich um uns gekümmert hat. Das ist aber lange her. Zirkus Roncalli, oder was? Weißt du jemanden, der mir zeigen kann, wie diese Kohlemaschine funktioniert? Nein. Es ist eine alte, stinkende Maschine. Irgendjemand weiß vielleicht, wie diese Maschine funktioniert, oder? Zirkus auf jeden Fall nicht. Der kommt ja gar nicht an den Knopf dran. Aber die Burghoff-Brüder wissen es bestimmt. Die wissen alles. Aber ich mag sie nicht. Die sind boshaft. Mhm. Kennst du einen Ort, der Siberia heißt? Das ist ein Land aus der Märchenwelt. Es ist so weit weg, dass es vielleicht gar nicht existiert. Ich habe gehört, es gebe dort Blaugrasfelder, so weit das Auge reicht. Und Mammuts. Gräser? Die sind grün. Oder gelb im Herbst. Blaue Gräser gibt's gar nicht. Das ist für mich nicht mehr weiter von Bedeutung, Malka. So jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen. Wundert mich nicht. Warum hast du gesagt, es gebe hier böse Menschen? Die Burghoff-Brüder... sind Lügner und Diebe. Und ich fürchte sie wie die Pest. Vor allem den Kleinen. Der läuft wie ein Pinguin. Man darf sich nicht über andere lustig machen, Malka. Der Dicke ist zwar nicht böse,
aber er hat ein Spatzenhirn. Die Burghoff-Brüder können mir vielleicht trotzdem behilflich sein. Ja, sie sind schließlich genauso dreckig und stinkend wie die Maschine da. Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Warum sagt sie uns nicht, wo wir die vielleicht finden können? Oh, vielleicht habe ich es schon gefunden. Wo bin ich? Da oben, okay. Halt, ne. Mit wem kann ich mich denn jetzt hier unterhalten? Nur mit dem Barkeeper. Das ist ein bisschen trostlos hier. Was ist das? Vier Hotter Hüs? Vier Hotter Hüs. Was? Nein, das funktioniert nicht. Hä? Ach, ich liebe das. So ohne irgendeinen Hinweis. Na gut. Reden wir erstmal hier mit dem jungen Mann an der Theke. Guten Tag. Guten Tag, verehrtes Fräulein. Willkommen im berühmten und glorreichen Kabarett Zirkus, dem Ort aller Freuden und Künste. Was kann ich für Sie tun? Ich bin gerade in Ihrer netten kleinen Stadt angekommen. Ich heiße Walker, Kate Walker. Nun, Fräulein Walker, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Er wird wohl nur von kurzer Dauer sein. Ich muss schon bald weiter. Herr Zirkus, die Pferde auf der Bühne kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte einen gelehrigen Affen. Er starb Anfang des Winters. Das Klima Sibiriens bekommt exotischen Tiere nicht. Kein Affe, keine Nummer. Ende der Vorstellung. Ich musste also diese alten Automaten wieder hervorholen. Früher hatten sie durchaus Erfolg. Warum also nicht auch heute? Ihre Einstellung erfordert Fingerspitzengefühl und dauert einige Stunden. Aber ich lade Sie ein, sich meine neue Pferdedressurnummer anzusehen. Super. Und ich ahne schon, wer das alles einstellen werden muss. Ihr Automat, Herr Zirkus, sieht ganz nach einer Erfindung eines sehr guten Freundes aus. Vielleicht eines gemeinsamen Freundes, Fräulein Walker? Wie heißt er? Hans. Hans Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Natürlich. Lang ist's her, seitdem ich zuletzt von ihm hörte. Wie geht es ihm? Gut. Wir reisen zusammen. Oh, ich bitte Sie, sagen Sie ihm, er möge vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen. Und dann könnte er die nötigen Einstellungen an diesen Pferden vornehmen. Ich habe von Automaten absolut keine Ahnung. Ich richte es aus. Aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Wir haben es ziemlich eilig, Herr Zirkus. Das verstehen Sie doch, oder? Natürlich, Fräulein Walker. Aber sagen Sie, es würde mich sehr freuen. Sie wohnen in einer seltsamen Stadt, Herr Zirkus. Oh, die Leute sind hier nur auf der Durchreise. Leute, deren Gesellschaft nicht immer empfehlenswert ist. Sie kaufen und verkaufen, treiben Schwarzhandel und suchen Abwechslung. Nach unserer Stadt gibt es nichts mehr, Fräulein Walker. Herr Zirkus, sagen Sie mal, kommen hier viele Züge vorbei? Früher ja. Da fuhren auf dieser Strecke mehrere Züge, aber jetzt ist sie fast völlig stillgelegt. Ihre Ankunft ist fast schon ein Ereignis, Fräulein Walker. Auf Wiedersehen, Herr Zirkus. Bis bald, Fräulein Walker. Ich hoffe, Sie bei der Vorstellung zu sehen. Okay, also wir müssen Hans was ausrichten. Jetzt ist die Frage, kann ich dem Herrn Barkeeper da vertrauen oder ist das vielleicht irgendeine hinterhältige List, dass der Hans jetzt hier hinkommt und dann hier irgendwie, keine Ahnung, von drei Leuten überfallen wird? Okay. Das belassen wir erstmal so. Wo geht's hier nach links? Aha. Ah, hier unten können... So ein Pech. Der Kanister ist leer. Mal sehen, ob ich ihn irgendwo füllen kann. Genau, erstmal zum Busen damit.
Das heißt, ich werde die Maschine wahrscheinlich erstmal mit Benzin versorgen müssen und dann irgendwie gucken, dass ich hier Kohle hinstelle, oder? Ein Benzingenerator. Ich muss Kraftstoff auftreiben. Na, und hier oben werde ich ihn wahrscheinlich einschalten. Sehen wir uns das mal an. Oh. Kein Sprit mehr da. So ein Mist. Na, das war zu einfach. Gut, wir haben... Ah. Entschuldigt bitte, da habe ich schon wieder rausgetappt aus dem Bildschirm. So, ich bin jetzt da gewesen. Richtig? Moment. Ich habe jetzt auch leider jetzt die... Ja, gerade die Sekunde nichts gesehen. Okay, wir waren jetzt hier, wir waren da rechts. So, jetzt sind wir hier. Hier gibt's auch nichts. Da sehen wir The Lock. Oscar sehen wir leider nicht. Und hier vorne kommen wir nicht weiter? Was? Ah, okay, ich wollte schon sagen. Oh, da ist auch schon wieder Eichhörnchen. Warum sind denn hier so viele Eichhörnchen? Das ist ja furchtbar. Oha, wie fortschrittlich. Die Brüder. Mensch. Was denn nun schon wieder? Halt's Maul, alte Töre! Oh, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Der Recht. Was ist denn jetzt schon wieder? Guten Tag. Kruzifix. Ich hätte alles erwartet, nur nicht. Was kann ich für Sie tun, mein Fräulein? Also er erinnert mich an mehrere Figuren. Zum ersten bei 101 Dalmatiner, der Gehilfe von den Bösewichten. Von den zwei, die da für Cruella de Vil arbeiten. Der eine, der Dünne, da erinnert er mich dran. Und an Oh, wie war das jetzt? Bei den Minions. Ich einfach unverbesserlich oder irgendwie sowas. Groove? Ja, genau, Groove heißt er, glaube ich. Der hat eine ähnliche Nase. Lustig. Mein Name ist Kate Walker. Bin vorhin hier angekommen. Ah, welch charmante Person. Sie kommen sicher von weit her. Aus New York. Aus New York? So, so. Und Sie reisen allein, mein Fräulein? Nein, nein. Zwei Freunde begleiten mich. Ich bin mit dem Zug angekommen. So, so. Hören Sie, ich möchte... Wir haben bereits genug Zeit verloren. Also hören Sie auf, uns zu belästigen. Sonst kommen wir noch auf komische Gedanken, mein Bruder und ich. Ich verstehe. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen am Ende noch was zustößt, mein Fräulein. Boah, ist der widerlich, der Kerl. Ich brauche Kohle für meinen Zug, aber die Kohlemaschine hat keinen Sprit mehr. Könnten Sie mir vielleicht etwas Benzin verkaufen? Oh, Sie reisen bereits ab. Leider, leider haben auch wir keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Ah, aber ich höre da hinten doch deutlich Motorengeräusche. Ah, das? Tja, das ist ein Elektromotor, mein Fräulein. Genau. Und all dieser Rauch ist wohl auch elektrisch. Was geht Sie das denn an? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und lassen Sie mich und meinen Bruder arbeiten. Genau, sollt Igor und Ivan in Ruhe lassen. Aber ich brauche doch nur ein bisschen Benzin. Wir haben keins. Verstehen Sie? Kein Benzin. Nein. Kein Benzin. Kein Benzin. So, hören Sie doch bitte. Ich brauche unbedingt ein wenig Benzin. Und Sie allein scheinen hier welches zu haben. Ah, la. Das nenne ich die Köpfe. Ich sagte bereits, wir haben keins. Kein Benzin.
kein Bild sehen. Ich bin mit dem Zug angekommen und... Haben mein Bruder und ich gesehen. Tolles Gefährt. Wirklich. Das ist kein russisches Fabrikat, stimmt's? Schöner Zug. Sehr schöner Zug. Tuff, 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 tuff. Nein. Der Zug gehört einem meiner Freunde. Ihr Freund muss aber reich sein. Tuff, 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 tuff. Nicht wirklich. Er hat diesen Zug bauen lassen, um nach Sieb... ich meine, um sich eine Art Traum zu erfüllen. Einen Traum, sagen Sie? Interessant. Für welche Art Traum braucht man denn einen solchen Zug? Falls das nicht indiskret ist. Für einen Kindheitstraum. Was Sie nicht sagen, mein Fräulein. Naja. Boah, verrate dem bloß nicht so viel, Kate, ey. Die sind ja unheimlich, ey. Und vor allen Dingen so heftige Stimmungsschwankungen. Zuerst keift er uns an und dann auf einmal lacht er uns an. So. Solange ich kein Benzin habe, kann ich keine Kohle bekommen und mein Zug kann nicht weiter. Na und? Was können wir denn dafür? Da sie mir nicht helfen zu scheinen wollen. So ist es, mein Fräulein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schon sie bald wieder rein, denn etwas Schaum muss sein und heißt es Bühne frei, dann sind sie mit dabei, die Schaum muss weiter gehen, auf Wiedersehen. Also sehr unsympathische Herrschaften. Oh, dahinter ist doch, Herrgott, warum komme ich da jetzt nicht, ich sehe doch, dass dahinter was frei ist. Ja. Oh, Elend. Jetzt bitte nicht so eine Schleichaktion wie bei Sherlock Holmes. Was ist denn das? Oh Gott, wie süß. Was ist denn? Eine Robbe? Nein. Oh Gott, wie süß. Das hey, aber... Ah! Verdammtes Viech. Jetzt aber, wenn ich dich erwische. Was? Wo ist der? Wo ist der andere? Okay, das ging jetzt zu einfach. Der saß doch hier eben noch. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, ein Benzinkanister. Genau, einfach austauschen. Auch in den Busen stecken. Jawohl. So. Geht. Dieses Gerät ist ja ekelerregend. Naja, okay, also... Ich würde... Oh, er schläft! Das ist einfach nur ein Holzofen gewesen. Dafür braucht man kein Benzin. Warum kann ich mir das jetzt hier angucken? Warum um Verrecken kann ich mir das angucken? Entschuldigen Sie. Schlafen Sie? Kate! Bist du bescheuert? Oh nein! Was? Los? Wollen Sie? Ich möchte kurz Ihren Bruder sprechen. Alter! Mann, er hat mich allein gelassen. Hat mich zurückgelassen. Oh. Wie tun Sie mir leid, Igor. Verdammter Köter! Und all das Geld, das er mir eingebracht hat, löst sich in nichts auf! Da ist... Kate, mach! Ivan wird sich freuen, Sie zu sehen. Ja, aber Sie... Clever. Nein, nicht gehen, mein Fräulein. Oh. Was? Sehr gut. Du hast die Amerikanerin gehen lassen. Du Blödmann, Igor! Du Vollidiot! Das war knapp. Allerdings. Kate, wie kann man denn bitte so dumm sein und den ansprechen? Ich hatte gedacht, sie guckt sich den an nur oder so. Aber nicht, dass die den wach macht. Oh, Leute. Es ist wirklich zu kalt. Ja, okay. Hast du keinen Schlüpper an, wa? Ich kann trotzdem... Oh, was ist das?
Wow, das sieht ja mal geil aus mit dem Wasser da. Oh, wie geil. Das Ding klemmt. Was ist das denn da drin? Kleingeld. Ne, doch nicht. Hä? Fischbonbon? Nein, schade. Das Ding. Schade. Ne, sonst können wir da nichts machen. Okay. Das Wasser sieht ja mal so geil aus. Dieser Weg muss zum Kloster führen. Das ist viel zu weit. Vielleicht besichtige ich es auf dem Rückweg. Okay. Da. Gut, dann schauen wir uns jetzt vorne nochmal kurz den Weg an, der da abgezweigt ist. Naja, hier noch nicht. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Die sprechen wir nicht mehr an. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Oh, was war das denn? Oh, Moment, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Schön, schön, schön. Benzinkanister. Oh, wie fachmännisch und zielgerichtet sie das Benzin einfüllt. Sehr schön. Ordnung muss sein, Kate. So, jetzt funktioniert das Ding zwar, aber ich habe keine Kohle. Der Generator funktioniert. Jetzt muss ich nur noch die Kohle hochfördern. Tja. Okay, kannst du da ausmachen. Sehr schön. Wir müssen ja auch was für die Umwelt tun. Dass der nicht die ganze Zeit läuft. Kann sie mir vielleicht nochmal helfen und mir sagen, wo man Kohle findet? Hallo, Malka. Kann ich dich was fragen? Du? Immer. Oh, nett. Malka, ich habe endlich geschafft, die Maschine in Gang zu setzen. Und jetzt riechst du genauso schlecht wie sie. Danke. Ich höre wohl nicht richtig. Fährst du jetzt wieder weiter? Ja, ich muss meine Reise fortsetzen. Tja, dann gute Reise, Kate. Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Tolles Gespräch. Gut. Ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich würde jetzt nochmal gerne mit Hans sprechen. Wegen, dem, ja, wegen den Pferdchen da, wegen den Automaten. Und dann sind wir auch schon am Ende wieder angekommen. Gehen wir uns mal ein bisschen aufwärmen. Hanselein, du musst nicht traurig sein. Hans? Ja, geht. Hans? Hans? Ja, geht. Oh ja, wie toll. Ich liebe solche Sachen. Oh nee. Also es gibt nichts, womit wir uns mit ihm unterhalten können und dann dreht er sich einfach wieder regungslos um. Super. Toll. Tolles Spiel. Ja, Freunde. Schauen wir mal, wie wir in der nächsten Folge hier weitermachen können. Und ja. Bis dahin wünsche ich euch was. Bleibt gesund. Schönen Abend noch. NRW bei 18. Adieu.